Wir werden in dieser Woche im Deutschen Bundestag eine Debatte zum Thema Syrien haben. Und wir werden dort noch einmal unsere Position deutlich machen. Es darf nicht ungestraft bleiben, wenn entgegen des Völkerrechts menschenunwürdig Giftgas eingesetzt wird. Und deshalb war es angemessen und notwendig, dass die drei ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat dem System in Syrien eine klare Antwort gegeben hat. Das war auch deshalb notwendig, weil im Sicherheitsrat die Russen ständig entsprechende Resolutionen verhindert. Und da kann man nicht einfach als Mitglieder im Sicherheitsrat zur Tagesordnung übergehen. Das werden wir also deutlich machen. Allerdings ist auch klar, dass die Verhandlungen jetzt intensiviert werden müssen. Dafür ist die UNO zuständig. Da gibt es ja bereits Verhandlungsformate, die müssen nun intensiviert werden. Wir sind als Deutschland dort, wo ein Beitrag zu einer politischen Lösung gesucht wird, natürlich bereit. Wir wünschen uns natürlich auch, dass die EU in diesen Fragen eine einheitliche Position vertritt. Wir sagen ja ständig, dass wir im Reformprozess und der Reformdiskussion in der EU eine einheitliche Sicherheits- und Außenpolitik wollen. Da sind wir noch ein gewaltiges Stück entfernt davon. Und das gehört nach meiner Auffassung auch zur Reformagenda, dass wir in der EU in diesen Fragen zu gemeinsamen Überzeugungen kommen, um dann auch handlungsfähig zu sein. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag einen neuen Aufbruch für die EU formuliert. Wir brauchen ein starkes Europa, das ist eine Lebensversicherung, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sicherheitspolitischer Frage für uns in Deutschland. Und deswegen werden wir natürlich die Reformdiskussionen nicht nur intensiv begleiten, sondern auch mitgestalten. Es gibt bis zum Juni eine ganze Reihe von Fragen, Themen, die in dem Rat, im Europäischen Rat behandelt werden. Und darüber werden wir heute in der Bundestagsfraktion diskutieren. Es gibt einen Sachstandsbericht. Was steht alles an? Was kommt in den nächsten Wochen durch die Bundeskanzlerin? Und dann werden wir in der Bundestagsfraktion über das Thema diskutieren. Da gibt es in der einen oder anderen Frage in der Bundestagsfraktion unterschiedliche Auffassungen, nicht grundsätzlich, aber in der Frage der Ausgestaltung, der Intensität. Aber eines ist völlig klar, auch wir wissen, dass in Europa Reformen durchgeführt werden müssen. Vor allem müssen wir Antworten geben auf die bedauerliche Tatsache, dass Großbritannien aus der Eurozone austritt. Und das hat ja Konsequenzen in Europa. Und darüber werden wir alles sprechen. Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion vertiefen. Wir wollen auch die Bankenunion voranbringen. Aber da gilt es immer, und das ist ein strenger Hinweis an die EU-Kommission, dass man sich an Vereinbarungen halten muss und da nicht tricksen darf. Es ist besprochen, vereinbart worden, dass wir über die Frage in der Bankenunion einer gemeinsamen Sicherung von Einlagen in der EU erst dann verhandeln können, wenn die Risiken in den Nationalstaaten reduziert worden sind. Und dass wir darüber einen Bericht erwarten und den dann gemeinsam bewerten, das ist bisher noch nicht erfolgt. Und daran gibt es nun Kritik, dass dann in der Kommission formuliert worden ist, wir können ja jetzt schon einmal, bevor die
Risikobewertung stattgefunden hat, uns mal auf den Weg machen, die Dinge voranzutreiben. Und das gibt Misstrauen. Und das ist auch von uns so formuliert worden. Das werden wir auch in Europa sagen. Dennoch bleibt es dabei, dass wir Wirtschafts-, Währungsunion und Bankenunion, so wie es vereinbart worden ist, auf den Weg bringen wollen. Wir sehen gerade jetzt in den schwierigen außenpolitischen Situationen, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten, freundschaftlich zusammenhalten und dass wir uns auch in der NATO darauf verständigen können, was wir gemeinsam machen wollen. Danke.